بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. الحمد لله رب العالمين. Liebe Brüder und Geschwister im Islam, ich möchte das auf Deutsch, worüber wir heute gesprochen haben, ein bisschen sprechen. Es gibt eine Stelle im Koran in Surat al-Nisa, das ist die 31. und die 32. Ayah im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Wenn ihr die schwerwiegenden Dinge meidet, die euch verboten sind, tilgen wir euch eure bösen Taten und gewähren euch auf eine ehrenvolle Weise Eingang. Also Eingang ins Paradies. In anderen Worten, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns: Wenn ihr euch von den großen Sünden fernhaltet, dann werden wir euch eure kleinen Sünden verzeihen und ihr werdet den Eingang ins Paradies genießen. Ihr werdet sozusagen auf ehrenhafte und ehrenvolle Weise ins Paradies eintreten. Eine der großen Sünden, die viele Menschen, denen sich viele Menschen nicht bewusst sind, weil wir sind uns bewusst darüber, dass Wein trinken haram ist. Wir sind uns bewusst darüber, dass Schweinefleisch essen haram ist. Wir sind uns über viele Sünden bewusst, aber es gibt eine Sünde, diese Art von Sünde ist so schlimm, dass sie uns zerstört. Sie zerstört uns, zerstört unsere innere Ruhe, sie zerstört unsere guten Taten. Und es ist eine Sünde, die zu vielen anderen großen Sünden führt. Und diese Sünde heißt Neid. Neid ist eine Sünde, die den Menschen selbst kaputt macht. Und es gibt keine andere Sünde, wo der Zalim auch der eigene Mazlum ist. Wo der Ungerechte dieselbe Person ist wie die Person, die ihm Ungerechtigkeit zugefügt wird. Weil wenn ich mit ihm neidisch gegenüber einer anderen Person bin, mein Neid schadet der anderen Person nicht, sondern mein Neid schadet mir nur selber. Und mein Neid gibt mir selber schlaflose Nächte. Und mein Neid führt mich selber dazu, dass ich wütend werde und dass ich unruhig werde in meinem Inneren. Darum ist Neid so eine schlimme Sünde, sie schadet dem Menschen nur selbst. Und sie schadet auch unseren guten Taten. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, hütet euch vor Neid. Denn Neid zerstört eure guten Taten, genauso wie Feuer das Holz verbrennt. Also genauso wie Holz, genau wie Feuer Holz zerstört und verbrennt, genauso verbrennt und zerstört Neid alle unsere guten Taten. Und warum ist das so? Die Begründung ist deswegen so, weil eine Person kann nicht gleichzeitig neidisch sein und gleichzeitig ein dankbarer Diener Allah sein. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Du kannst nicht gleichzeitig dankbar sein zu Allah und Schukr machen und gleichzeitig neidisch sein auf jemand anders, auf jemand anderen, dem Allah eine Ni'ma gegeben hat, eine Gabe gegeben hat, die er dir nicht gegeben hat. Warum? Weil Schukr bedeutet, du schaust auf das, was Allah dir selber gegeben hat. Du schaust auf die Gaben, auf die Segnungen, auf die guten Dinge, die Allah dir selbst gegeben hat. Und Hasad, Neid bedeutet, du schaust nicht auf das, was Allah dir gegeben hat, sondern du schaust auf das, was Allah anderen gegeben hat. Und wie man sagt, das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner als auf deiner eigenen Seite. Warum? Weil der Mensch immer nur das Gute sieht, was andere bekommen haben, aber er schaut nicht, was er selber hat. Und das geht nicht, dass ein Mensch gleichzeitig dankbar ist zu Allah und gleichzeitig neidisch ist. Darum zerfrisst der Neid alle guten Taten, die ein Mensch jemals hat. Und Allah subhanahu wa sagt weiter in der nächsten Ayah: وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ungefähr Bedeutung ist, ihr sollt euch nicht das wünschen, was Allah den einen von den allen gegeben hat und euch nicht gegeben hat. Warum? Denn den Männern kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben, und den Frauen kommt ein Anteil von dem zu, was sie verdient haben. Und bittet Allah um etwas von seiner Hand. Allah weiß über alles Bescheid. Wir sehen in der Geschichte der Menschheit, seitdem es die Menschheit überhaupt gibt, die größte Sünde, die der Mensch überhaupt, die allererste Sünde, die der Mensch begangen hat, sogar bevor der Mensch Schirk und Kufr begangen hat, war es Mord. Es war der Mord von Qabil, der seinen Bruder Habil getötet hat. Die beiden Söhne von Adam a.s.
So eine schlimme Sünde, dass heute so viele Menschen, die heute getötet werden auf der Welt, seit damals bis heute, bis zum Tage der Auferstehung, der erste Mensch, der das gemacht hat, nämlich Kabil, er bekommt die Sünde von dem Mord an der ganzen Menschheitsgeschichte, an der ganzen Menschheit. Darum ist es jemand, der einen Menschen tötet, genauso als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und jemand, der einen Menschen am Leben erhält, so wie als hätte er die ganze Menschheit am Leben erhalten. Wie wenn jemand die einen Menschen das Leben rettet. Aber wenn wir uns anschauen, was ist die Ursache von dieser Sünde? Was hat ihn dazu geführt, diese große Sünde zu begehen? Es war Neid. Er war neidisch auf seinen Bruder gewesen. Das ist der Grund, warum er ihn getötet hat. Und das ist der Grund, warum alles danach passiert ist, was passiert ist. Deswegen ist Neid so eine schlimme Sache. Es ist egal, wessen Sohn du bist. Du magst der Sohn von einem Propheten sein. Sogar wenn die Leute, die Kinder von Propheten und von Anbiya waren, waren nicht geschont vor dieser Sünde. Sogar sie hatten diese Krankheit in ihrem Herzen bekommen. Es ist eine Krankheit, die sogar praktizierende Muslime, Muslime, die fünfmal am Tag beten und praktizieren, sogar diese Muslime können diese Sünde bekommen. Nämlich Neid. Die Kinder von Jakob a.s. waren sie nicht neidisch gegenüber ihrem Bruder? Als sie ihren Bruder Yusuf a.s. töten wollten, sie haben geplant, ihn zu töten, dann haben sie ihn in einen Brunnen geworfen. All das, was war die Hauptursache von diesem ganzen Dulm und von der Ungerechtigkeit? Über 40 Jahre lang war der Vater von seinem eigenen Sohn getrennt gewesen. 40 Jahre lang ein Vater weint um seinen Sohn. Wer bekommt diese ganze Sünde? Was ist die Ursache von diesem Unheil und von diesem ganzen Elend gewesen? Diese Ursache davon war Hasad gewesen, Neid. Und daran erkennt ihr den Ausmaß an dieser großen Sünde, dass es keine Kleinigkeit ist. Dass wir nicht denken sollen, das ist ja nur eine Kleinigkeit und dass wir uns auf andere Sachen konzentrieren müssen. Nein, es ist eine Krankheit, eine spirituelle Krankheit, eine Krankheit im Inneren eines jeden Menschen, die wir auf jeden Fall unter Kontrolle bringen müssen, die wir auf jeden Fall versuchen müssen zu beseitigen, bevor diese Krankheit uns zu Schlimmerem führt. Das ist eine Sache, worauf wir uns konzentrieren müssen, bevor wir auf andere Sachen, die inneren Krankheiten, die wir im Herzen haben, nämlich Neid. Und was bedeutet Neid? Tamanni zawal ni'mati 'ala al-ghayr. Der Wunsch danach, dass ein anderer eine bestimmte Ni'ma nicht haben soll. Das nennt man Hasad. Das ist die Bedeutung von Hasad. Neid. Dass ich, wenn ich ihn wünsche, warum hat er das, er soll es nicht haben, das nennt man Neid. Und das ist genau diese gefährliche Sünde, über die wir heute sprechen. Und eine Bedeutung von Hasad ist auch, wenn man sich linguistischen her, also die linguistische Bedeutung, die wörtliche Bedeutung von Hasad ist, wenn man etwas schält, also wenn man etwas an etwas kratzt. Und tatsächlich ist es so, wenn jemand eine Wunde hat, jemand hat eine Wunde, er wurde zum Beispiel gestochen von einer Mücke und dann juckt diese Stelle an seinem Körper. Und wir wissen alle genau, wenn wir das einfach lassen und nicht jucken, dann es vergeht langsam. Es dauert zwar, aber es vergeht langsam. Aber je mehr wir daran jucken und kratzen, umso schlimmer werden wir. Genauso ist es auch mit Hasad und mit Neid. Wenn jemand das Gefühl bekommt, neidisch gegenüber jemand anders zu sein, je mehr er diesen Gedanken verfolgt, je mehr er es weiterverfolgt und sagt, warum hat er das und er lebt nachdenken und er hat deswegen schlaflose Nächte, umso schlimmer wird es. Es wird nicht weniger, es wird immer mehr und immer mehr. Darum sollte eine Person, die so etwas hat, erst einmal das ignorieren und jeder sollte sich denken, worauf bin ich überhaupt neidisch? Mit der Verteilung, die Allah gemacht hat? Kann es sein, dass Allah ungerecht ist? Nein. Allah ist nie ungerecht. Und wenn Allah jemandem eine bestimmte Sache gegeben hat, dann er weiß mit seiner Hikma, mit seiner Weisheit besser, dass er diese Sache bekommen soll und ich nicht. Und eine Sache sollen wir nicht vergessen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemandem eine Gabe gegeben hat, das bedeutet nicht unbedingt zwangsläufig, dass Allah ihm das gegeben hat, weil er liebt. Niemals. Jemand hat von Allah subhanahu wa ta'ala Gesundheit bekommen. Jemand anders hat von Allah subhanahu wa ta'ala Macht und Geld bekommen. Bedeutet das unbedingt, dass Allah ihn liebt? Muss nicht bedeuten, kann aber muss nicht. Pharaon hatte so viel Macht gehabt, aber hat Allah ihn geliebt? Nein. Warum? Weil seine Macht war eine Prüfung für ihn gewesen. Korun hatte so viel Geld gehabt, dass der Koran darüber spricht, allein die Schlüssel von seinen Schätzen waren so groß gewesen, dass mehrere Männer das tragen mussten. So viel, so reich war er. In der heutigen Zeit könnte man es mit einem Milliardär oder mit einem Trilliardär oder sowas gleichsetzen. Aber heißt es, dass Allah mit ihm zufrieden war? Nein.
Es gibt heute viele Menschen, die sagen, diese und jene Person wird von Allah so geliebt, weil er oder sie sowas, diese Nehmah bekommt von Allah. Aber das ist absoluter Unsinn und Quatsch, das stimmt nicht. Das muss nicht sein. Allah hat jeden einzelnen von uns die Möglichkeit gegeben, besser als der andere zu werden bei Allah subhanahu wa ta'ala und die Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen, indem wir gute Taten vollbringen. Durch unsere Hasanat, durch unsere guten Taten, hat jeder einzelne Mensch die Chance, bei Allah eine hohe Stufe zu bekommen. Weltliche Dinge sind nicht unbedingt ein Zeichen davon, dass Allah ihn liebt, kann aber muss nicht sein. Suleiman a.s. hatte viel Macht von Allah bekommen. Ein Königreich, das kein anderer wie er bekommen hat. Pharao hatte auch viel Macht, aber Allah war mit ihm nicht zufrieden gewesen. Darum müssen wir verstehen, die Verteilungen, die Allah in dieser Welt gemacht hat, ist rein, einzig und allein nur eine Prüfung, nichts anderes. Al-Fudhudu wa sa'adu fi dunya tawzi' al-ibtila. Heißt auf Arabisch, bedeutet, die Verteilung, die Allah in dieser Welt gemacht hat, ist nichts weiter als eine Prüfung. Allah hat dir Gesundheit gegeben, das bedeutet nicht, dass du dich jetzt zurücklehnen sollst, das ist eine Prüfung von Allah. Gesundheit ist eine Prüfung von Allah. Allah prüft dich, indem er dich gesund gemacht hat. Was machst du mit deiner Gesundheit? Allah hat dir Geld gegeben, das ist auch eine Prüfung von Allah. Was machst du mit deinem Geld? Allah hat dir Armut gegeben, auch das ist eine Prüfung von Allah. Allah hat dir eine Krankheit gegeben, auch das ist eine Prüfung von Allah. Alles, was die Menschen heute auf der Welt bekommen haben, ist nur eine Prüfung. Ob es angenehm ist oder unangenehm ist, in beiden Fällen ist es eine Prüfung. Aber im Akhirat, nach dem Tod, was ein Mensch bekommt, ist einzig und allein sein Jaza von Allah. Es ist einzig und allein eine Vergeltung von Allah, ob gut oder schlecht. والحدود موزعة في الآخرة توزيع الجزاء. Im Akhirat ist das einzig und allein Jaza. Wenn jemand nach dem Tod am Tag der Auferstehung und wenn dann jemand ins Paradies kommt, dann ist es, weil Allah ihn liebt. Er kommt ins Paradies, weil Allah ihn liebt. Deswegen. Wenn jemand ins Höllenfeuer kommt, dann weil er was Schlimmes gemacht hat oder weil er von Allah entfernt gewesen ist. Aber in dieser Welt, wir können es nicht sehen, wir können es nicht wissen. Wir können nicht entscheiden und urteilen, wer bei Allah belebt ist, wer nicht, anhand dessen, was er bekommen hat. Anhand des Reichtums oder der Gesundheit, die der Mensch bekommt. Das ist der Grund, warum ein Mensch niemals neidisch gegenüber anderen sein sollte. Weil wenn Allah jemand anders etwas geben, dann wird Allah dir etwas geben. Allah hat ihn mit einer bestimmten Sache geprüft, er hat dich damit nicht geprüft. Sei dankbar so Allah. Das ist der Grund, das ist die Methode, wie wir uns mit selbst vor diesem Neid schützen können. Und ein weiteres Beispiel sind die Bani Israel. Die Bani Israel, wir wissen, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das ist eine Lehre, die wir aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ziehen können. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist von Makkah nach Medina Munawwara ausgewandert. Und die Leute, die dort ansässig waren, waren die Ahl al-Kitab, die Bani Israel, die Kinder Israels. Warum waren sie überhaupt da? Was hatten sie da eigentlich zu suchen gehabt? Sie waren doch in Palästin gewesen eigentlich. Oder sie waren in Ägypten gewesen. Aber was haben sie in Medina ausgerichtet zu suchen gehabt? Der Grund dafür ist gewesen, weil in der Bibel stand, dass der letzte Prophet genau dort kommen wird. Und sie wussten es auch genau. Und als der Prophet kam, sallallahu alaihi wa sallam, sie haben ihn auch gekannt. Sie wussten genau mit hundertprozentiger Gewissheit, das ist der letzte Prophet, über den und in unseren Büchern steht. Sie haben Khutba gegeben, so wie wir heute über den Masih al-Dajjal reden, das wird eine Zeit kommen, der Dajjal wird kommen und so weiter und so fort. Genauso haben die Gelehrten der Bani Israel über den letzten Propheten ihre Leute schon ihre Botschaft gegeben, frohe Botschaft, der letzte Prophet wird kommen, er wird diese und jene Eigenschaften haben. Und das ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber als er gekommen ist, was ist passiert, als er gekommen ist? Ihr könnt selber raten, was passiert ist. Sie haben nicht an ihn geglaubt. Was war die Ursache? Nichts anderes als Neid. Neid war die Ursache. Warum ist er nicht von unserem Stamm? Warum ist er nicht von Bani Israel? Warum ist er von den Arabern? Warum ist er von den Kindern Ismaels und warum ist er nicht von den Kindern von Israel, also von Jakob a.s.? Und genau diese Krankheit ist immer noch vorhanden in vielen Menschen, die heute leben. Dass wir immer sagen, wenn jemand die Wahrheit spricht, nein, er kommt von diesem Land, er spricht diese und jene Sprache, ich glaube ihm nicht. Einige sogar sagen, wenn der Imam Mahdi sogar von diesem und jenem Volk kommt, ich werde ihm nicht folgen. Warum? Weil er hat Hass gegenüber einem bestimmten Volk. Warum? Weil er sagt, es ist einfach Neid. Warum soll er das bekommen haben und ich nicht? Es gibt sogar Leute, die sagen, warum ist der Koran auf Arabisch? Sie haben immer noch nicht verstanden, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der auswählt, wen er will und was er will. Er wählt bestimmte Menschen aus, die er will, und er wählt bestimmte Worte aus, die er will.
يختص برحمته من يشاء. Er wählt mit seiner Barmherzigkeit, für seine Barmherzigkeit auch keinen Aus. Wen er will. Der letzte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der jemals auf diese Welt gekommen ist, war genau dort, wo er gewesen ist. Er war von diesem Stamm, aus dem er gewesen ist. Es gibt für uns keine, nicht die Frage, die, und er stellt sich für uns gar nicht die Frage, zu sagen, warum war er von den Arabern, warum ist der Koran auf Arabisch, nicht auf unserer Sprache? Wir verstehen noch kein Arabisch. Warum ist der Koran auf Arabisch? Warum sollen wir die überhaupt auf Arabisch lesen? Einige Leute sagen, die sagen, anstatt dass wir den Koran auf Arabisch lesen, wir sollen ihn gar nicht auf Arabisch lesen, wir sollen ihn nur auf unserer Sprache lesen. Meine Frage an diese Person ist, du hast hier Deutsch gelernt, du hast Englisch gelernt. Du hast so viele andere Sprachen gelernt, wie man schon gelernt kann. Du hast so viele andere Sprachen gelernt, ja? Dann lern doch Arabisch, damit du die Worte Allahs verstehst. Was ist daran so schlimm, was ist daran so schwer? Jeder von uns kann mindestens mehr als eine Sprache, die meisten von uns. Warum können wir nicht Arabisch lernen, um den Koran zu verstehen? Aber die Menschen wollen sich keine Mühe machen. Die Leute wollen alles maßgeschneidert. Wir leben in einer Zeit, wo alles auf dem, wo es Kundendienst gibt. In so einer Zeit leben wir. Wo alles für den Kunden maßgeschneidert ist. Wir bestellen etwas, es muss sofort kommen. Wenn es spät kommt, dann wir beschweren uns. Wir geben negative Bewertungen. Warum? Weil wir sind daran gewöhnt. Und genauso, wir sitzen uns, wir lehnen uns zurück und wir wollen uns keine Mühe geben und wir sagen, ja, der Koran muss in meiner Sprache gelesen werden, damit ich das verstehe. Aber wir wollen uns selber nicht die Mühe machen, die Sprache des Koran zu lernen. Warum? Warum ist der Koran auf Arabisch? Warum müssen wir, um Hajj zu machen, nach Makka gehen? Warum können wir nicht die Kaaba, es gibt Leute, die tatsächlich sagen, warum können wir nicht die Kaaba von da, wo sie ist, nach unseren Ländern bringen, dass jedes Jahr woanders die Hajj vollzogen wird. Und all diese unlogischen und unsinnigen Forderungen. Doch was ist die Hauptursache? Die Hauptursache davon ist ein Schüler, der Hassad, nämlich Neid. Möge Allah uns von Neid schützen. Und mit Schade Hasidin ila Hassad, wie Allah sagt, das ist so schlimm, dass es extra nochmal erwähnt wird im Koran. Und von dem Neid eines jeden Neidenden, wenn er neidet. Möge Allah uns vor dieser schlimmen Krankheit bewahren, beziehungsweise uns vor dieser schlimmen Krankheit uns befreien. Vielleicht nicht, bestimmt jeder von uns bekommt dieses Gefühl, aber wir müssen uns vor dieser Krankheit befreien. Und das ist etwas, worauf wir Wert legen müssen. Das sind die Prioritäten in unserem Dien, dass wir unsere inneren spirituellen Krankheiten erst einmal beseitigen müssen, bevor wir auf andere Sachen uns konzentrieren. Möge Allah uns Tawfiq geben. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.